Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Neon Chrome. Ein Run, der bis hierhin ganz gut aussieht, auch wenn ich nicht mehr weiß, der wievielte das ist. Bin jetzt auf irgendwie drei Level vor Schluss, hab volle Energie, hab ein paar coole Waffen. Und jetzt mal gucken, wie es so läuft. Uhu. Hier muss ich auch wieder Targets in die Luft jagen. Na gut. Und natürlich ist alles voller Cyborgs. Wo kämen wir denn dahin, wenn das Spiel fair wäre? Ja, wow. Das hat es auch nicht wirklich gebracht. Na? Scheiß. Mist. Kack. Dinger. Was bist du? Piercing. Hä? Nein. Ich wollte den Booster auf. Ha! Oder möchte ich diese Assault Rifle? Nee, für den Robotic Damage ist mir das Ding doch dann ein bisschen lieber. Ah! Hat da gerade einer einen roten Schlüssel gedroppt? Aber wer und warum? Naja, ich will mich nicht beschweren. So. Nee. Nee. Nix dabei. Oh, ich brauche mehr Cyberware-Slots. Das geht gar nicht. Wow. Mit dem Rücken zur Wand. Raketentypen. Da ist der zweite Ausgang. Auch sehr gut. Sehr, sehr gut. Da möchte ich nämlich gerne hin. Alter! Und natürlich kein Autodock in Sicht. Nirgends. Aber das kann ich looten. Irgendwie das Gefühl, dass es hier mehr Autodocs gibt. Also bei früheren Durchläufen. Ja, nee, ist klar.
So viele Roboter. Aber wenn ich die sowieso alle kaputt machen kann, muss... Oh! Ja, ich weiß, 1000 Credits. Dann kann ich jetzt, da ich alle Dinger zerstört habe, auch hier hingehen und hoffen, dass da so Heilboxen drin sind. Nicht so richtig, ne? Au, 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 au. Hoppi, hoppi, hoppi. Kein Autodock. Natürlich. Ja, dann, vielleicht war es auch unklug, jetzt hier reinzugehen. Ich weiß gar nicht, was hier der Sinn dieses Dings ist. 16 Sekunden Timer und dann... Ha. Ich versuche erstmal den Typen da unten kaputt zu machen. So. Und dann mache ich erstmal alles kaputt, was hier gefährlich werden könnte. Sicherheitshalber. Und dann starte ich gleich mal diesen Timer. Vielleicht sollte ich mir auch echt mal alles hier angucken, um rauszufinden, was hier wirklich gefährlich werden kann. Weil viel ist hier auch echt nicht. Oh nein! Ja, die hätte ich kaputt machen müssen wahrscheinlich. Aber bevor die aufwachen halt. So. Oh, schön. Wenn ich jetzt keinen großen Fehler mache, komme ich hier besser raus, als ich rein bin. Und dafür sind diese Bonus-Level ja auch irgendwie da. Okay. Jetzt weiß ich auch, wofür der Dings ist. Der Timer. Gut, dass ich da vorher einmal lang bin und das jetzt nicht, Hopp. Hätte ich den gleich gedrückt und wäre da rumgerannt, das wäre nicht so gut gelaufen. Mal gucken, ob ich da noch irgendwas instant finde. Was bist du? Nice. Aber nein. So, dann nochmal geheilt. Ist nicht mehr weit. Jetzt nur nicht sterben und alles ist gut. Also, same as usual halt.
Ich bin sehr froh, dass Explosionsschaden die so heftig auseinander nimmt. So, geplatzt. Der ist mir entgangen. Oh Mann. Level werden auch echt immer länger, aber das, weil ich mich ständig zurückziehen muss und nicht mehr vorankomme. Klingt gut, was auch immer das für eine Waffe war, aber ich muss sie mir gleich angucken. Holy shit, was ist da passiert? Okay. Ja, Burst Rifle ist immer nicht so geil. Okay. So. Zwei fliegen mit einer Rakete. Sind hier überhaupt Targets? Nein, da hinten ist einfach nur das Klo. Da muss ich echt nicht hin. So. Von da kam ich. Und hier war ich offensichtlich noch nicht, weil hier immer noch so Gegner rumstehen. Oh, und da hinten will ich hin. Aber das wäre in die andere Richtung gewesen, offensichtlich. Dann gehen wir da mal investigaten. Ach. Na? Hopp. Okay. Ach, da muss ich hacken. Aber ich glaube, das sind auch Targets, die ich zerstören muss. Trick ist auch, die einfach zu überholen. Oh ja. Ha! Ja, schön. Energy Booster sind auch ganz, ganz große Klasse. Keine Ahnung, wofür das war. Es war nicht der Strom für diese Tür. Da
Das habe ich in Neon Chrome auch noch nie gesehen. Das gab es, glaube ich, erst in Judge. Aber ich meine, wenn mein Health vergleichbar bleibt, ist das ja gar kein Problem, weil am Levelende lade ich ja eh auf. Beziehungsweise vor Beginn des nächsten. So. Wie ärgerlich. Ja, gut. Wie gesagt, ist ja nicht so, dass ich da nicht sowieso hingemusst hätte. Nee, hier muss ich auch nicht hin. Da war ich nämlich schon. Da muss ich runter. Okay. Das sind zwei Ziele und ich habe beide nicht erwischt. Crazy. Na? Nein. Oh, shit. Hoppala. Da war ich ein bisschen unaufmerksam. So. Das ist das Letzte, aber ist da hinten noch irgendwas Cooles? Nein. Naja, Lootboxen halt. Damals, als Lootboxen noch was ganz anderes waren als heute. So. Geht weiter. Ach ja, okay. Nochmal so ein Story-Ding. Und dann nix. Ja. Ja, mal abwarten. Ich meine, ich weiß, was jetzt kommt. So ist es ja nicht. Aber das heißt nicht, dass ich mehr Bock drauf habe, weil es echt hart ist. Aber ich glaube, ich bin hier noch nie gestorben. Ich muss diese Dinger ausschalten, bevor der die Leute aufweckt. Also ich muss nicht, aber ist einfacher, als sie kaputt zu schießen, wenn sie schon stehen. Ja, das hätte ich nicht gebraucht.
Ja, das hätte ich auch nicht gebraucht. Ich sollte mal damit warten, diesen Quatsch einzusammeln. Der Caretaker ist auch nur eine aufgebohrte Version von dieser Maschine, die wir schon hatten. Wo ist er denn? Ach da, okay. Drecksmaschine. So. Der ist nämlich auch mehr so in mehrere Phasen unterteilt. Ich habe mir jetzt kaputt gemacht und jetzt rennt er weg wie das feige Kind, das er ist. Wop, 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 wop. Na? Ja, toll. Bob. Das hat sich nicht gelohnt. Auch sonst, Heilung brauche ich nicht. Energie wäre geil. Aber hier wird kein Energieding rumfahren. Nee. Na gut, dann weiter. Gleiches Spiel wie vorhin. Das hat ein bisschen was gebracht. Also, ja, zweifellos. Die meisten Leute hier sind einfach gar nicht aufgestanden, aber ich hätte mir doch einen größeren Effekt gewünscht. Alter. Erstmal die Fußsoldaten ausschalten. So. Ach so, jetzt verstehe ich. Muss in Deckung gehen, bis er nachlädt. Das sind nicht meine. Ah! Den hatte ich echt nicht so hart in Erinnerung, wie er ist. Aber gut, ich habe auch lange nicht mehr auf diesem Powerlevel, niedrigen Powerlevel gespielt.
Nicht mehr viel. Puh. Okay. Das war ernüchternd. Oh, nice. Da kommt so viel Energie raus, wie ich brauche. Und Energie heilt mich auch jedes Mal. Juhu. Okay. Los geht's. Die kann ich nicht mal vorher kaputt machen. Ja, natürlich. Natürlich explodiert der Fußboden unter mir. Ah! Alter, mein Puls rast. Das sind die letzten paar Meter. Komm schon! Stirb! Oh, Gott sei Dank. Wie viel Leben habe ich noch? Zwei. Das klingt fair. Habe ich jetzt drei? Nein, immer noch zwei. Ah. Ja, hier ist vorbei. Ja. Aufnahme schon wieder viel zu lange, aber jetzt abbrechen lohnt sich echt nicht mehr. Ja, Geld, bla. Niemand braucht Geld. Endgegner! Sneak Attack! Yeah, baby! Huh. Das war ein ganz schön langer Run, muss ich sagen. Puh. Aber ich hab's geschafft. Auch mit mehr als einem Close Call, gerade jetzt bei diesem Endboss. Boah. Krasse Scheiße. Na gut. Wir sind beim Abspann. Ich glaube, den brauchen wir uns auch nicht unbedingt angucken, aber ja, Neon Chrome macht mir riesen Spaß. Ich mag das Cyberpunk-Setting, ich mag die Musik, ich mag die Waffen, ich mag das Gameplay. Und es gibt auch einen Vorgänger, ein Prequel genauer genommen, Judge heißt der. Da spielt man, ja, ich sag mal Judge Dredd und führt Missionen durch. Es ist dieselbe Engine natürlich und derselbe Grafikstil und viele von denselben Assets. Aber es ist ein sehr, sehr anderes Spiel. Also, ich bin ein Riesenfan davon. Gut, dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dann, vielleicht sehen wir uns ein andermal. Tschüss!